Ich habe ja keine Ahnung, wie alt du da draußen jetzt gerade bist. Vermutlich kein Kind mehr, zumindest wenn man mal aufs Alter schaut. Aber werden wir nicht gerade beim Lesen alle wieder zu Kindern? Hi, mein Name ist Tim und ich lade auf diesem YouTube-Kanal hauptsächlich Buchvorstellungen und anderen Stuff über Bücher und Geschichten hoch, aber hin und wieder auch mal eigene Kurzgeschichten als Hörbuch vorgelesen. Wenn dich das also interessiert, dann klick doch gerne mal auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Heute möchte ich mal mit euch über einen Spruch reden, den man ja immer wieder hört. Behalte dir das innere Kind. Werd niemals erwachsen, bleib für immer Kind. Und ich stimme dem Satz ja vollkommen zu. Aber was soll das eigentlich heißen, dir das innere Kind zu behalten? Was ist das? Heißt das, dass ich den Rest meines Lebens immer unvernünftig und trotzig bleiben soll? Dass ich immer Tobsuchtsanfälle kriegen soll, wenn ich nicht das bekomme, was ich gerade will? Dass ich immer rumheulen soll, wenn ich ins Bett muss eigentlich? Natürlich nicht. Für mich als Erzieher ist eigentlich das Faszinierendste an echten Kindern, sage ich jetzt mal, diese unbändige Fantasie, diese ständige Realitätsflucht. Kinder sind ja quasi permanent in irgendwelchen alternativen Realitäten und das ist doch eigentlich genau das, was wir beim Lesen machen. Wir machen genau das, was zumindest nach meiner persönlichen Definition das innere Kind definiert. Wir fliehen aus der Realität. Wir erkennen an, dass das Leben nicht nur aus der Realität, aus den Fakten besteht, aus dem, was wir anfassen können, sondern auch aus unserer Fantasie, aus unserem Kopf, aus unserer Kreativität. Wir erleben, dass Magie durchaus real ist. Ich arbeite ja, wie gesagt, als Erzieher in einem Kinderhort, wo Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse nach der Schule hinkommen können. Und da haben wir auch eine kleine Bücherei, wo wir lauter Kinderbücher haben. So für Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse, sage ich mal. Und da habe ich letztens mal durchgeschaut und ein paar Bücher mir mit nach Hause genommen und die dann einfach mal in meiner Freizeit gelesen. Unter anderem war das von Cornelia Funke, Hinter verzauberten Fenstern. Das ist eine Adventsgeschichte, in der es um die 9-jährige Julia und ihren kleinen Bruder Olli geht, die beide einen Adventskalender geschenkt bekommen. Olli kriegt den absolut coolen, dicken Schokoladen-Adventskalender und Julia nur so einen richtig hauchdünnen Adventskalender, wo wahrscheinlich nur so mega langweilige Bilder drin sind. Und sie ist erst super enttäuscht, stellt aber schnell fest, dass diese Bilder magisch sind und man durch diese Bilder in eine fremde Welt kommt, in das Adventskalenderland, und da begegnet sie dann mystischen Wesen wie Elfen und Feen und erlebt dort Abenteuer. Und ihr merkt schon direkt, was ich euch wahrscheinlich damit sagen will. Du kriegst als Erwachsener zumindest und eigentlich auch als Kind mit diesem Buch die Moral quasi um die Ohren gehauen. Ganz offensichtlich soll ja die Aussage sein, dass Schokoladenkalender eigentlich die Art von Kalender sind, die langweilig sind, weil du ja nur Schokolade drin hast, die du dann isst und 2 Sekunden später ist es schon weg. So, im Gegensatz zu Bilderkalendern, wo du zwar auf den ersten Blick nur ein langweiliges Bild hast, aber, und da merkt man es wieder, du kannst zwar sagen, in der Realität hast du diese magischen Bilder nicht, aber was, wenn ich jetzt sage, du hast sie? Du kannst durch diese Bilder auch in der Realität durchschauen, mit deiner Fantasie. Eigentlich kann man mit der Fantasie ja alles machen. Du kannst dir zu den Bildern Geschichten ausdenken. Und ich glaube, das ist einfach diese Moral damit. Und die wird dir ja förmlich ins Gesicht geschlagen in diesem Buch. Und das ist genau der Punkt, den ich machen will. Kinderbücher sind genauso wie Erwachsenenbücher einfach Tore in andere Welten, die deine Fantasie anregen, die dich der Realität entfliehen lassen, aber nochmal auf eine viel seichtere und simplere Art und Weise. Aber auf diese simple Art und Weise kriegst du halt nochmal eine Moral meistens viel fester nochmal ins Gesicht geschlagen. Und das ist das, was mich jetzt irgendwie nochmal so fasziniert hat und mir nochmal hat klar werden lassen, dass Kinderbücher definitiv nicht nur was für Kinder sind. Ich sag ja schon immer eigentlich, was für Kinder gut ist, kann für Erwachsene nicht schlecht sein. Und das merke ich hierdurch einfach immer wieder. Und ich habe es auch schon mal gemerkt durch Momo und Die unendliche Geschichte von Michael Ende, die ja beide eigentlich Kinderbücher sind, die dir aber als Erwachsenen nochmal viel mehr mitgeben können. Und so war es eben mit Hinter verzauberten Fenstern von Cornelia Funke auch. Noch 2 andere Bücher, die ich mitgenommen hatte, waren die ersten beiden Bände von Gregs Tagebuch. Und das ist eigentlich total witzig, weil ich bin genau in dem Alter, dass ich damals, als sie rauskamen, genau in der Zielgruppe wahrscheinlich war. Aber mich hat es halt
damals null gejuckt. Ich habe da mal so ein bisschen reingelesen und fand es eigentlich nur nervig, weil diesem Typ in der Geschichte ja eigentlich immer nur alles schief geht. Für diejenigen, die es nicht kennen, Shreks Tagebuch ist so der Riesenhype. Also ich habe jetzt gerade von Band 1 und 2 gesprochen, aber ich habe letztens zufällig mal im Hungerbügel gesehen, es gibt mittlerweile auch Band 16 davon. Also das Ding wird immer noch weitergeführt. Weiß nicht, ob die noch gut sind. Aber ich finde jetzt zumindest aus meiner jetzigen Sicht die ersten beiden super lustig. Es ist ein sogenannter Comic-Roman. Also es ist ein Tagebuch von einem Jungen auf der Junior High School namens Greg, der quasi ein Tagebuch geschenkt bekommen hat von seiner Mutter und das erstmal total peinlich findet. Oh Gott, ich habe doch gesagt, du sollst mir nichts kaufen, wo Tagebuch draufsteht. Das ist ja voll peinlich. Und dann fängt er da an, reinzuschreiben, aber immer wieder auch so kleine Skizzen dazu reinzumalen. Und das ist das, was das Ganze zu einem Comic-Roman macht, weil du halt eigentlich Text hast, aber hin und wieder auch so comicartige Bildchen. Du hast also Comic und Roman und das ist irgendwie, ich glaube, das hat dieser Autor sich so ein bisschen dafür ausgedacht ist, dieses Konzept, finde ich eigentlich ganz witzig. Und ich habe jetzt eben festgestellt, wie ich es nochmal gelesen habe, ich finde es irre witzig. Und das ist doch irgendwie ganz interessant, dass du hier ein Buch, was eigentlich ein Kinderbuch ist, was ich damals als Kind null witzig fand, heute irre witzig finde, weil dieser Humor, dieser stumpfe Humor teilweise genau meine Art von Humor ist. Und damals als Kind verstehst du diesen Humor vielleicht nicht ganz. Du findest ihn vielleicht ja, ganz unterhaltsam, lachst jetzt nicht direkt drüber, aber als Erwachsener kannst du es nochmal auf einer ganz anderen Ebene wahrnehmen und das ist doch irgendwie interessant, oder? Was ich also mit diesem Video sagen möchte ist, egal ob Kinderbücher, Jugendbücher oder Erwachsenenbücher, sie helfen uns dabei, der Realität zu entfliehen, andere Welten zu besuchen, unsere Fantasie, unsere Kreativität anzustrengen und zu realisieren, dass das Leben nicht nur aus der Realität, aus den Fakten besteht, sondern eben auch aus unserer Fantasie. Und diese Fantasie macht alles möglich. Und das ist zumindest laut meiner Definition genau das, was man mit dem inneren Kind meint. Ja, liebe Leute, das war's mit dem Video. Teilt mir doch gerne mal in den Kommentaren eure Gedanken zu dem Thema mit. Und dann würde ich sagen, gibt es jetzt hier noch ein Video und eine Playlist. Klickt gern auf Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.